Das sieht hübsch aus hier. Ich habe keine Ahnung, wieso ich überhaupt da. Aber. Wie gesagt, ich bringe dich jetzt erstmal nach Hause. Hier liegen auch noch Tote rum. Ja, einmal hier durch. Hier sind ja die ganzen anderen Verrückten. Aber wie ich glaube schon mal erwähnt habe, möchte ich erstmal die zwei lösen. Sie abgeben und hier wieder einmal durchstratzen. Da oben ist eine 2. Ich bin gerade an dem vorbeigelaufen, dem Verwalter. Du nicht. Ich gehe mal kurz zur 2. Auch wenn es hier irgendwie ständig ruckelt. Ach stimmt, der liegt ja, steht ja hier. Hey. Was bist du die 2? Über Matras erzählen? Er ist ein äußerst seltsames Wesen. Weißt du, dass er scheinbar schon seit 6000 Jahren... Ja, du weiß ich. Das Gefühl, dass er... Auch wenn ein so langes Leben... Es stimmt, dass er etwas reibt. Ja. Soweit ich das verstehe, aber es ist wirklich... Ja. Bedenke, dass... Ja. Was habe ich dir gesagt? Ich muss zu... Ich hoffe, dass... Aus meiner Sicht... Thema wechseln. Hast du eine Minute? Bis jetzt. Später. Hey, Kumpel. Du hast dich... entwickelt. Wir werden nun zumindest interessante Unterhaltungen führen. Ja, du hast übrigens eine sehr geile Krone auf. Einfach nur den Austausch von Erfahrungen. Von einem Überwesen zu einem anderen. Ich bin nicht sicher, ob ich dich verstehe. Du benutzt einen menschlichen Körper, so wie ich. Allerdings ist der Zustand von meinem eher schlecht. Was soll ich denn sagen, weil er brennt? Wie geht deine Kontrolle, deine Gefühle? Was hast du probiert? Hast du immer noch das Verlangen, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen? Es ist eher eine Koexistenz. Vulkan wird bald nur noch ein Echo sein. Es ist eher eine Koexistenz. Es ist eher eine Koexistenz. Vulkan ist immer noch sehr präsent. Ich brauche die menschliche Erfahrung. Einige Aspekte dieser fleischigen Existenz sind mir immer noch fremd. Ich verstehe nicht, warum diesem und jenem helfen, obwohl wir wissen, dass wir zum Weltherz müssen. Wenn du es genau betrachtest, sind Menschen wie Ameisen. Sie müssen die ganze Zeit herumwuseln, um sich lebendig zu fühlen und einen Daseinssinn zu finden. Und sie leben in Gruppen. So erkennt man, dass sie es tatsächlich brauchen, hin und her zu rennen und sich gegenseitig helfen. Ja. Abgesehen davon natürlich, dass jene, denen sie helfen, genauso bedeutend sind wie die eingangs erwähnten Ameisen. Komm mit mir. Ich brauche deine Erfahrung, Matras. Komm mit mir. Ich begann mich schon zu langweilen. Deswegen nehme ich dich mit. Matras. Matras, hast du ein... Ich habe eine ganze Ewigkeit. Hast du eine ganze Ewigkeit. Kampfverhalten. Wir müssen über deinen Kampf... Was wäre besser? Vielleicht sollte ich die antike Kampftechnik von Esefor nutzen. Oder lieber etwas Intuitives, wie die Technik von Manipur Dreiklinge? Sei offensiver. Für einen Unsterblichen scheinst du viel Angst vor dem Tod zu haben. So soll es sein. Ich werde nicht mehr der Beobachter sein und zeige dem Feind, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Fragen. Ich würde dir gern... Warum erzählst du Sibyl nicht von deinem Liebesleben? Warum erzählst du Sibyl nicht von deinem Liebesleben? Ich dachte nicht, dass du an den lüsternen Fragen des jungen Mädchens interessiert bist. Egal, wie bezaubernd sie ist.
Meine Sexualität ist meine Sache. Außerdem wären meine Erfahrungen für ein junges und unschuldiges Mädchen sehr verstörend. Komm schon. Ich lebe seit langer Zeit in Vertil. Und bevor ich die Lust an derartigen Dingen verlor, habe ich wahrscheinlich alles Erdenkliche erlebt. Emotional und sexuell. Um all meine Abenteuer zu erzählen, bräuchte ich Wochen. Abgesehen davon würde ich sie nicht in der Öffentlichkeit preisgeben. So schlimm? Du zweifelst an meinen Worten? Gut. Dann erzähle ich dir die Geschichte von meiner 14. Frau. Der Prinzessin der Elefantenstadt. Ernsthaft? Aber das ist abstoßend. Und das sind noch die harmlosen Geschichten. Ich sagte schon, dass ich alles probiert habe. Vielleicht verstehst du jetzt meine Zurückhaltung gegenüber deiner Freundin. Absolut. Also was soll ich ihr sagen? Was immer du willst. Ich kann jede Geschichte bestätigen. Gut, dass das ausgeblendet war. Wie läuft es mit Sibyl? Welch charmantes junges Mädchen. Ihr Hunger nach Wissen erinnert mich an mich selbst. Vor langer Zeit, als ich jung war und noch in meinem ersten Körper. Ich würde ihr mit Sicherheit ein paar Übungsstunden im Nahkampf geben, wenn ich noch gewisse körperliche Bedürfnisse verspüren würde. Okay, sprechen wir nie wieder darüber. Wir reden später. Ich dachte, jetzt haut ihr ihn aus dem Ohr. Okay. Bin mal gespannt, wie... Kannst du reden? Ja. Bin mal gespannt, wie er dir das jetzt erklärt. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich habe mit Matras gesprochen. Er hat endlich über sein Liebes... Leben gesprochen. Und? Was hat er dir erzählt? Nichts wirklich Interessantes. Der Mann ist ein kranker Typ, du willst es nicht wissen. Unser Freund ist sehr romantisch. Unsere freundliche Leiche ist der totale Romantiker. Ich konnte es hinter seinem stolzen Äußeren spüren. Er war mit vollem Herzen dabei. Er hat keine Details erzählt. Er hatte viele Frauen und jedes Mal musste er zusehen, wie sie älter wurden und starben. Und er konnte ihnen nicht helfen. Das ist einfach nur furchtbar. Ja, das ist es. Daher fällt es ihm so schwer, darüber zu sprechen. Verstehst du? Ja, ich bin dumm. Trotzdem, danke für deine Hilfe. Ich werde ihn damit nicht mehr belästigen. Okay, mit einer schönen Geschichte getarnt, was er mir erzählt hat. Das. Bis später. Gibt sogar einen Stufenaufstieg, finde ich. Okay. Feinsteller, Falscher, das ist egal. Assassine. Schütze. Fallschaden plus 5, was? Fallenschaden plus 5. Aber hier gibt es auch nichts Interessantes für. Leidenschaftlich sind gesamte Erfahrungen mehr. Maximale Magie mehr. Dann nehme ich doch lieber hier Assassine. Das kann ich ja wenigstens halbwegs gebrauchen für die Dicken, wenn sie wieder da sind. Und hier erstehe ich auch nochmal davon was. Plus 2 Sekunden Regeneration. Plus 2 pro Sekunde Regeneration der Gesundheit für 5 Sekunden. Ja, komm. Bestätigen und den kommen. Mehr Crit. Mehr kritische Angriffe, das ist immer gut. So. Und Sibyl über die Vergangenheit von Mantras gesprochen. Er war sogar dabei und hat nichts dazu gesagt. Und ich muss jetzt die komischen pflanzlichen Produkte finden, damit ich diesen komischen Trink machen kann. Und die Leiche sitzt da immer noch rum. Gut. Gehen wir mal hier rechts rum.
unser Kollegenwächter. Oder Wächterkollege, je nachdem. Und ich räume mal hier die Ecke endlich auf. So gut. Wo ist mein Königs? Wo ist der 6000 Jahre alte? Die sind ja beide hier letzte Mal. Jetzt ist es auf einmal schnell, ja? So, jetzt kann ich ihn hier. Aufstehen. Die Pflanze hier mitnehmen. 2 von 5. Dann hier die nächste Ecke gehen und wieder eine Pflanze mitnehmen. Okay, das war eins zu weit. Ich hoffe aber, die liegen hier noch, die Gegner. Okay, auf jeden Fall sehe ich keinen mehr. Okay, dann du zuerst. Mein Kollege müsste wieder wach sein. Yep.
Hilft. Yep, er ist wieder auf dem Main und der wird dann nicht so. Schön, dass ich noch weiter tanze. So, und jetzt noch den Tanz mit ihm. Und da kommt er auch schon wieder dazu. Und ich kann hier die vierte Pflanze nehmen. Und die letzte Pflanze ist dazwischen. Das heißt, ich gehe wieder zurück. Ich nehme an, dass die anderen noch nicht wieder aufgestanden sind. Oder aufgefüllt wurden, oder wie auch immer das man nennen möchte. Sondern dass die immer noch hier weg sind. Und jetzt geht's hier rechts durch. Zum mittleren Podest. Ach, guck mal. Zu viele. Hi. Okay, und weg. Wieso tanzt du jetzt? Hä? Achso, der hat mich dreimal geschossen. Okay. Okay, das wird echt voll da, die Ecke. Das machst du jetzt nicht. Okay, sonst darf ich nichts gegen das Spiel, aber... Okay, dann räumen wir jetzt als erstes diese mittlere Ecke aus. Wo ist der Typ? Mein Kampfkumpel hat sich jetzt nicht weggepackt, oder?
Also. Schön, dass du auch noch kommst. Okay. Das wird irgendwie nichts. Warum stehe ich eigentlich immer die ganze, jedes Mal davor? Kommst du? Kommst du? Das hat zu viele aufgebracht. Gehen wir mal weiter. Hier durch. Dann kommen wir von der anderen Seite da rein. Oh shit. Cool, der kommt da nicht durch. Mach nicht zu weit nach hinten. Okay. Okay, ich werde es mal so machen, dass ich jetzt hier mal kurz in die Speicherstation rein bin. Dass wir zumindest beim Sterben woanders starten. Da war es nämlich schon.